Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Squad Building Challenge. Heute steht leider keine Top-Partie-Prognose an, sondern EA hat uns mal überrascht und hat heute mal eine Top-Partie rausgebracht, eine neue Challenge. Damit habe ich nicht gerechnet persönlich. Es geht um die Champions League und Europa League Spiele. Und zwar haben wir hier Benfica gegen Dortmund. Da wollen wir gleich mal reinstarten. Für die Gesamt-Challenge gibt es ein Prime-Goldspieler-Set. Und ihr seht schon, ich habe die Challenge jetzt hier schon mal gemacht. Wir brauchen hier einen Spieler von Benfica, einen von Dortmund, maximal 6 aus der gleichen Liga, 3 seltene, 79 Teambewertung, 90 Chemie. Das ist hier eine Mannschaft, die haben alle Loyalität. Das heißt, es wird bei euch, wenn ihr die so bauen würdet, nicht funktionieren. Da müsstet ihr euch ein bisschen was überlegen. Aber ich denke mal, man braucht hier eigentlich nur zwei verschiedene Ligen. Also wenn ihr hier einmal Liga NOS baut mit einem Spieler von Benfica, zum Beispiel Luisão, und auf der anderen Seite dann eine Bundesliga-Mannschaft, dann wird das perfekt laufen und es wird auch nicht viel teurer sein als das, was ich jetzt hier gebaut habe. Ich habe sogar vier seltene Spieler drin, also das bräuchte ihr auch nicht unbedingt. Ich habe einfach die Spieler genommen, die ich jetzt im Verein da liegen hatte für diese Challenge. Also bitte nicht diese Mannschaft nachbauen, die wird so nicht funktionieren bei euch. Außer ihr habt natürlich die gleichen Spieler mit Loyalität, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Für die Challenge bekommen wir ein Premium-Goldspieler-Set, was denke ich richtig gut ist. Da schicke ich die Mannschaft auch gleich mal weg. Und dann haben wir auch die erste Challenge schon abgeschlossen. Die zweite Challenge ist Bayern München gegen Arsenal London. Und da brauchen wir einen von Bayern, einen von Arsenal. Mindestens drei Ligen, mindestens vier seltene Spieler und eine Teamgesamtwertung von 81. Die Mannschaft hier wird auf jeden Fall bei euch auch so funktionieren. Auch ohne Loyalität. Ihr seht, ich habe jetzt hier auf 1, 2, 3, 4, 5 Spielern die Loyalität. Wir haben 91 Chemie, das heißt, wir kommen auf 86 ohne Loyalität. Und genau, wir haben hier auf jeden Fall einen Bayern-Spieler mit Kingsley Coman und einen Arsenal-Spieler mit Perez. Und der Rest ist eigentlich einfach Franzosen, eine französische Mannschaft. Unsere vier seltenen Spieler, wir haben sogar mehr als vier seltene Spieler. Wir haben eigentlich jede Menge seltene Spieler, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil die meisten Non-Rare-Karten mehr wert sind als die seltenen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Valbuena, der kostet glaube ich so 1200 Coins. Genauso viel kostet eigentlich auch Toulallon oder hier die beiden Innenverteidiger. Also ist eigentlich egal. Wir bekommen ein seltenes Gold-Set dafür, ein 25k-Set. Schicken die Mannschaft ab und gehen direkt mal weiter zur nächsten Challenge, würde ich sagen. Legia Warschau gegen Ajax Amsterdam. Und auch die Challenge ist eigentlich nicht sonderlich schwer. Wir bekommen ein Jumbo Premium Gold Set, also ein 15k Set. Wir brauchen einen von Legia, einen von Ajax Amsterdam, maximal 4 Nationen. Teamgesamtwertung 75, Teamchemie 85 und 11 Spieler im Team. Und wie ihr hier seht, ich habe jetzt 97 Chemie. Ich habe einen Legia Warschau Torhüter im Tor. Einen von Ajax, den Amin Younes auf dem linken Flügel. Und der Rest ist einfach Frankreich, also eine französische Mannschaft. Und damit kommt ihr auf jeden Fall auf die Chemie. Müsst euch da keine Gedanken machen. Und ist auch, denke ich, relativ günstig. Die ganzen 75er aus der französischen Liga dürften jetzt nicht so viel wert sein. Und dann würde ich sagen, schicken wir auch die Mannschaft ab. Ist eigentlich oder gibt eigentlich nicht viel zu sagen zu den Mannschaften. Die sind gar nicht so schwer, die Challenges diesmal. Und die Packs, die man dafür bekommt, sind richtig stark. Finde ich persönlich. Ich hoffe natürlich auch, dass wir was richtig Gutes ziehen in den Sets. Zunächst einmal die letzte Challenge. RSC Anderlecht gegen Zenit St. Petersburg. Ihr seht auch hier meine Mannschaft, die ich mir zusammengebaut habe. Das ist eigentlich einfach nur eine Mannschaft aus spanischen Spielern. Und natürlich habe ich jetzt hier den einen Stürmer von Anderlecht noch mit drin. Den oder könntet ihr auch so einbauen. Und der Rest ist eigentlich nur aus Spanien. Und wir haben natürlich mit Javi Garcia den Zenit St. Petersburg-Spieler. Und unser Stürmer ist eben der von Anderlecht. Und wir haben natürlich auf einigen Spielern hier die Loyalität, genau gesagt, auf allen. Und von daher ist es natürlich fraglich, ob das mit der Chemie dann hinhaut. Aber es könnte theoretisch auch sein, dass es hinhaut. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Müsstet ihr vielleicht mal ausprobieren.
Aber ich glaube, da gibt es auch noch eine Alternative für den Sturm. Ich glaube, Anderlecht hat sogar einen spanischen Spieler. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste ich mal nachschauen. Jetzt schon von Bayern der Pro League. Genau. Pro League, RSC Anderlecht und ja, die haben keinen Spanier. Stürmer habe ich jetzt geschaut. Das war natürlich jetzt blöd. Schauen wir auch gleich nochmal nach. Das dauert ja nicht so lang. RSC Anderlecht. Genau, die haben eben hier einen Torwart oder einen linken Mittelfeld mit Capel. Wenn ihr den verwendet und dann könnt ihr eine komplette Spanien-Mannschaft machen. Das ist dann eigentlich das Einfachste, um auf die volle Chemie zu kommen. Und 11 Vereine müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr nicht mehrere Spieler vom gleichen Verein verwendet. Aber ansonsten dürfte das kein Problem sein. Dann schicken wir auch die Mannschaft ab. Und zum Schluss haben wir natürlich erstmal die Challenge abgeschlossen. Top-Partien und das Prime-Goldspieler-Set nehmen wir natürlich auch gerne mit. Zum Schluss kommen wir noch zu was ganz Besonderem, nämlich der La Liga Santander Challenge. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier 19 von 20 abgeschlossenen Challenges und ich werde jetzt hier noch die letzte euch zeigen. Dann werden wir den Suarez bekommen. Also die Challenge ist richtig geil und hat natürlich auch ein bisschen was gekostet, aber so teuer ist die eigentlich gar nicht, wenn man zum Beispiel den Juanfran SBC verwendet in der Challenge für Atletico Madrid. Das habe ich nämlich gemacht, habe meine SBC-Karte verschickt vom 85er Juanfran. Da muss ich mir stattdessen nicht den Kevin Gamero Inform kaufen. Da spart man sich einiges an Coins, weil der Juanfran wirklich günstig war. Und jetzt schicke ich hier einfach mal die Real Madrid-Mannschaft weg. Also wenn ihr diese Mannschaft hier macht, braucht ihr Loyalität. Ich habe jetzt auch auf jeden Spielern hier 10 Partien gemacht. Luka Modric ist natürlich der teuerste Spieler hier in der Mannschaft, beziehungsweise eigentlich in der ganzen La Liga Santander Challenge der teuerste Spieler. Also die Mannschaft ist ja auch die teuerste, die wir wegschicken müssen. Insgesamt habe ich jetzt schätzungsweise 400.000 ausgegeben für den Suarez mit den Pack-Erträgen. Und wir bekommen jetzt hier auch nochmal ein 50k-Set. Da kann auch nochmal einiges drin sein. Und es ist natürlich richtig geil, La Liga Santander zusätzlich noch abzuschließen. Und jetzt bekommen wir natürlich die richtig krasse Luis Suarez-Karte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu mal wieder eine Review sehen wollt, wie wir es bei Lukas Podolski Man of the Match gemacht haben. Kann ich auf jeden Fall mal machen, damit ich euch mal ein bisschen sagen kann, wie die Karte ist, ob ihr die euch auch holen solltet oder ob es eher nicht so wert ist, die sich zu holen. 30.000 Münzen noch dazu. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Suarez ab in den Verein. Und dann würde ich sagen, machen wir mal das kleine Pack-Opening. Wir haben jetzt 6 Packs am Start und hoffen natürlich auf eine richtig gute Karte. Wir haben jede Menge gute Sets. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Jumbo Premium Gold Set. Mal schauen, wer uns erwartet. Erstes Set: ZOM, USA, Clint Dempsey, die amerikanische Legende natürlich. Aber nur 79er, das ist nicht so geil, muss ich sagen. Ist auch nicht wirklich was dabei, was wir gebrauchen könnten. Machen wir gleich mal das nächste Set, auch hier zumindest mal kein Walkout, aber das ist jetzt weniger überraschend. Dembélé von Dortmund. Auch auf jeden Fall ein richtig guter Spieler. Und wir bekommen auch ein paar Lyon-Spieler. Ich weiß aber nicht, ob die uns irgendwas bringen für die Challenges aktuell. Ob die irgendwas wert sind, ich packe die lieber in den Verein. Da bekommen wir auch noch ein gratis Goldset. Auch immer nicht schlecht, aber das sind natürlich auch nie gute Karten drin. Machen wir es gleich mal auf, würde ich sagen. Genau, da ist keine seltene Karte drin, können wir überspringen. Und genau, da ist nicht der Rede wert. Gehen wir einfach drüber weg. Und machen jetzt mal, würde ich sagen, das nächste Premium Goldspieler Setup. Hier sind 3 seltene Spieler drin. Mal schauen, ob wir hier überhaupt eine richtig oder überhaupt eine gute Karte bekommen. Das Amrabat. Wir haben richtig gute Sets eigentlich. Da kann man eigentlich mal was Gutes erwarten. Aber EA hat es in letzter Zeit eigentlich nicht so gut gemeint mit uns, was das Pack-Luck angeht.
Genau, dann machen wir einfach mal weiter mit dem seltene Goldset, würde ich sagen. Dann haben wir noch das seltene Spieleset und das Prime Goldspielerset. Seltene Goldset, bring uns Glück, bitte. Ein großer Stern auf jeden Fall. LM Douglas Costa, sehr nice. Der ist zumindest noch ein bisschen was wert. Ist auf jeden Fall eine der besseren Karten. Der dürfte noch so, ja, 8000 Coins wert sein. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Nehmen wir mit. Gustavo packe ich in den Verein, genauso wie die anderen Sachen. Und Gray können wir abstoßen. Und dann kommen wir zum Prime Gold Spieler Set. 12 Spieler, 6 selten. Auch hier kein Walkout, leider. Auch hier kein großer Stern. Das ist der Coulibaly von Neapel. 82er, auch hier wieder. Die 45k Packs sind eigentlich nie besonders gut. Aber was will man machen? Nimmt man natürlich trotzdem mit, wenn es die in der Squad Building Challenge gibt. Man hofft natürlich immer mal, dass da was Gutes dabei rauskommt. Und dann würde ich sagen, jetzt zum Abschluss das große Pack, das 50k Pack, 12 Spiele, alles selten. Ich hoffe natürlich, dass jetzt hier ein Walkout drin ist. Das würde auch noch mal ein bisschen Coins reinspülen im Gegenzug von der Suarez SBC, dass wir dann nicht so viel für den Suarez bezahlt haben im Endeffekt. Wäre natürlich gut, wenn jetzt was Gutes drin wäre, aber ich glaube es fast nicht. Drücken wir einfach mal auf X und es ist kein Walkout. Wer ist es? Kleiner Stern auf jeden Fall. Mandzukic. Ja, das ist jetzt nicht das Geilste. Da gibt es mit Sicherheit bessere 50k Packs. Könnt gerne mal schreiben, wenn ihr die Challenge gemacht habt, ob ihr was Besseres gezogen habt als ich oder ob ihr genauso wenig Glück hattet. Coulibaly, den kann man vielleicht verkaufen. Schauen wir mal. Ja, okay, der geht auch für fast Abstoßpreis. Stelle ich einfach mal für 850 Coins drauf. Die beiden stoße ich ab und dann würde ich sagen, belassen wir es bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jules, haut rein.